Hallöchen, willkommen zurück zu World of Warships. Und in diesem Video habe ich gedacht, rede ich ein bisschen über die Izumo und weshalb ich finde, dass das Schiff, naja, nicht das Beste ist, nicht heftig ist, aber es ein okay Schiff ist. Wir sagen, ja, fangen wir an. Izumo, ein allseits schon sehr lang bekanntes Schiff, das es im World of Warships gibt, eine Stufe 9 der japanischen Schlachtschiffe. Und auch schon sehr, sehr lange bekannt für, naja, sagen wir mal, die sehr spezielle Anordnung von Hauptgeschützen am vorderen Bug. Viel mehr gibt es nicht wirklich zu dem Schiff zu sagen, außer dass es natürlich eine Art. Wie ist es nochmal? Wo steht das? Entweder steht es nicht einfach. Ja, da kommt. Ja, okay, steht nicht wirklich. Ja. Projekt sozusagen, ja, so eine Art vor Yamato sozusagen, mit was sie ungefähr gekommen sind, also so mitteln bis, glaube ich, schon beinahe späten Zweiten Weltkrieg, war Japan, glaube ich, soweit mir bekannt ist, noch ausgerüstet mit den zwei stärksten Schlachtschiffen zur damaligen Zeit, nämlich der Nagato und der Mutsu, beide der gleichen Klasse. Das waren relativ starke, heftige Schiffe, die mit den brandneuen 410 mm Zwillingstürmen ausgestattet waren. So wie auch, jedenfalls von mir aus gesehen, tatsächlich auch relativ heftigen Sekundärgeschütze. Also auch in World of Warships ist nicht wirklich zu spaßen mit denen. Ich meine, klar, die allermeisten Leute haben die Sekundäre natürlich nicht wirklich ausgebaut bei denen, weil diese Schiffe ja auch eigentlich mehrheitlich besser und gut sind, was jetzt so Sachen wie Snipen und so angeht. Da ich aber selber nicht wirklich der Heftigste bin mit Snipen, außer natürlich bei der Yamato, das ist nochmal eine andere Sache, spiele ich tatsächlich ein bisschen anders als so manche andere Leute. Und deswegen habe ich die Sekundäre natürlich bei Nagato sowie auch bei der Mutsu ausgebaut und ich kann doch eigentlich wirklich bestätigen, dass die Sekundäre jetzt vielleicht von der Reichweite her jetzt nicht wirklich so heftig ist. Ja, das passiert letzter Zeit sehr viel. Das Spiel ist nicht so heftig stabil, irgendwie das Gefühl. Aber ja, auch wenn die Sekundäre, was auch so Sachen wie Reichweite und so angeht, es wirklich nicht so heftig ist und die Genauigkeit auch manchmal, ja gut, die Genauigkeit nicht wirklich so heftig sein soll, wie sie vom Spiel selber auch manchmal beschrieben wird. Ne? Ich meine, als Beispiel, wenn man jetzt in den Shop geht und sich irgendein Premium oder sonst irgendein Schlachtschiff der Deutschen holt. Aber vor allem bei den Premiums steht da sogar noch ein Text dazu als positives Merkmal. Starke Sekundäre oder starke Genauigkeit der Sekundäre oder so etwas. Aber ganz ehrlich, von dem merke ich eher nicht viel. Das Einzige, was die deutschen Schlachtschiffe gegenüber den westlichen Schlachtschiffen haben, ist einfach die Reichweite. Viel genauer sind die nicht. In so manchen Fällen habe ich fast schon das Gefühl gehabt, dass ich mit der Nagato und der Mutsu sekundäre deutlich bessere Genauigkeit hatte, als jetzt mit den deutschen. Ja, die Deutschen haben natürlich die deutlich stärkeren Sekundäre, aber was Genauigkeit angeht, finde ich es fast schon lächerlich, dass die schreiben, dass diese Schiffe die bessere Sekundärgenauigkeit haben, wobei ich das mit den japanischen Schlachtschiffen als Beispiel fast genauso gut habe.
wie gesagt, diese Schiffe sind ja nicht wirklich dafür gebaut worden und die allermeisten, die wirklich das maximal rausholen, bauen natürlich das Sekundäre nicht aus, sondern hantieren am Schiff selber herum, Hauptgeschütz und so weiter und so fort. Aber ich sage natürlich jedem sein. Ja, so viel zu zu diesen zwei Schiffen. Das waren so halt die zwei Pre-Dreadnoughts, bevor sie da eben an etwas Größerem hantieren wollten, wie es eben der Yamato. Aber natürlich kamen vorher so manche Ideen hervor, wie das Schiff dann eben aussehen sollte. Ich würde jetzt selber eigentlich grob annehmen, dass sie bei der Mutsu und der Nagato vielleicht ein bisschen der Kongu gefolgt sind, weil die Kongu selber schon ein sehr starkes Schiff war und mit ihren drei weiteren Schwesternschiffen, nämlich der Haruna, Hiei und Kirishima, das Schiff wirklich sehr, sehr stark war. Wahrscheinlich ähnliches gilt sicherlich auch für die Fuso-Schiffe. Fuso und Yamashiro basieren auf die Konku-Klasse, waren auch sehr, sehr heftige Schiffe, eigentlich sogar auch hier in World of Warships. Sollte man die Fuso nicht unterschätzen. Es ist ein relativ starkes Schiff. Wenn die Genauigkeit auch mal hittet, dann seid ihr sehr, sehr schnell down. Also ihr solltet wirklich aufpassen mit den Schiffen. Ja, und dann bei der Nagato-Klasse haben sie sich wahrscheinlich gedacht, ja, die Kongu, die kam eigentlich wirklich relativ gut an. Mehr Hauptgeschütze heißt nicht unbedingt immer besser. Und dass sie dann sowieso irgendwie dann, was weiß ich wie, per Magie oder so an neue 100, noch neue 410 mm Zwillingstürme entworfen haben, haben sie gedacht, gut, machen wir es wie bei der Kongu. Kongu hat ja vergleichsweise mit dem Schiff, das wir hier im Spiel haben, der Kawachi, die auch gebaut wurde in Wirklichkeit, dass die Kongu mal größeres Kaliber bekommt. Weniger Geschütze, aber dafür größeres Kaliber. Auf eine Art würde ich hier sagen, macht eigentlich ja Sinn. Man braucht dann weniger Hauptgeschütze, kann aber trotz allem relativ schön Damage machen. Ne? Wir kennen es ja, also die allermeisten sollten. Die Kawachi ist ein Schiff mit sechs Hauptgeschützen, Zwillingstürme A305 mm. Die Miyuki ist auch nochmal so ein Fall, aber die vielleicht in einem anderen Video. Deswegen gehe ich von der Kawachi halt direkt zur Konku, weil die Miyuki auch nie gebaut wurde. Eigentlich witzig, genauso wie die Izumo. Genau. Naja, wie das genau abgelaufen ist, kann ich euch tatsächlich nicht sagen. Ich war tatsächlich, was glaube ich, selig, aber ich war tatsächlich nicht dabei, als sie die Designs gemacht haben. Naja, oder vielleicht doch, und ich kann mich nicht erinnern. Das ist eine sehr gute Frage, aber die kläre ich vielleicht auch ein anderes Mal. Aber ja, eben so ist es dann gekommen. Dann gab es die Nagato und die Mutsu, die zwei Dreadnoughts für die Zeit. Und dann ging es natürlich auch schon los für ein weiteres Schiff, das diese Schiffe nochmal übertreffen sollte. Amerika ist sicherlich da auch noch mit so manchen Designs gekommen und ich muss zugeben, ich bin gar nicht ganz sicher, welche Schiffe zuerst gekommen sind, aber ich würde jetzt stark annehmen, dass, ich glaube, Amerikaner schneller waren und mit einer Iowa gekommen sind. Und die Japaner dann langsam Kraft haben, gut, jetzt wird es langsam Zeit, dass wir zeigen, dass wir diesen Iowa-Schlachtschiffen auch mal zeigen, wo der Hammer hängt. Und dann sind sie halt vorerst mit solchen Designs gekommen. Und ich würde jetzt annehmen, dass darunter eben auch halt die Izumo war. Was ich bei so manchen Bildern auch noch auf der Suche war im großen Internet, ist, dass die Izumo auch mal geplant war, dass dieses eine Hauptgeschütz hier tatsächlich auch einfach die andere Seite ausgerichtet sein sollte. Ne? Ist also basically nachher wie ein Schiff der Nelson-Klasse oder bei der Lenin. Aber naja, hier im World of Warships haben wir das jetzt so bekommen. Finde ich eigentlich ziemlich okay, damit ist das Schiff dann doch wieder ein gutes Stück anders als die Nelson-Schiffe. Ich glaube, das kann man so hinnehmen. Naja. Und dann der Rest sind sie eben dann mit so einem Design gekommen. Sind auch noch nicht so weit gekommen, dass sie die neuen Hauptgeschütze wie bei der Yamato erfunden haben.
und haben sich dafür für die eigentliche Zeit, für diese Zeit, bevor das passierte, noch mit den 410 mm Hauptgeschütze rumhantiert, wie man hier sehen kann. Das sind Drillingstürme a 410 mm. Deswegen sehen die tatsächlich auch so komisch aus. Und ich glaube, das sind auch die einzigen, beinahe die einzigen im gesamten Spiel, oder besser gesagt, das ist fast das einzige Schiff im gesamten Spiel, das diese Hauptgeschütze überhaupt hat. Das zweite Schiff, das mir einfällt, das diese Geschütze hat, ist tatsächlich noch die Hitzen. Aber die Hitzen ist, glaube ich, nochmal eine andere Sache. Nun, auf jeden Fall, was man noch dazu sagen kann, ist, dass auch wenn die Izumo vielleicht für so manche sehr obströs und sehr, sehr eigenartig aussieht, muss man aber auch zugeben, dass sie dem Design der Yamato dann doch ein gutes Stück ähnelt, muss man sagen. Die zwei Hauptgeschütze vorne, dass das hintere nach hinten zeigt, aber die Positionierung, naja. Alle drei vorne, nein, aber zwei vorne, ein hinten, so wird es sein. Außerdem haben sie hier auch schon gedacht, dass sie mal mit diesen neuartigen Sekundär- sowie auch Flugabwehrgeschützen hier rumhantieren, was man auch sieht, dass bei der späteren Yamato tatsächlich auch benutzt wurde. Das gleiche gilt auch hier für der Sekundäre des größeren Kalibers, da hat die Yamato ja zwei bekommen. Und hier der Rest hier wurde natürlich selbstverständlich auch eigentlich schön ausgefüllt mit noch Sekundär und noch weiterer Flugabwehr, und der Schornstein ist auch deutlich größer, so wie auch der Turm für die Kommandanten. Hinten muss ich sagen, dass sich jetzt nicht wirklich wahnsinnig viel geändert. Der Arsch ist ein bisschen ründer und größer geworden, aber sonst relativ ähnlich. Hier halt einfach ein Platz für Flugzeuge, das heißt jetzt ein Spotting Plane, also ein Aufklärungsflugzeug oder Jäger, ne? Kann ich euch tatsächlich hier sonst noch schnell zeigen. Ja, voilà. Und schon sind wir bei der Yamato. Und eben, wie man sehen kann, die Schnauze wurde natürlich ein bisschen verändert, noch ein bisschen abgerundeter, noch ein bisschen edler gestaltet. Und eben hier haben wir dann auch die schön neu entwickelten 460 mm Hauptgeschütze. Und eben hier kann man auch sehen, hier haben sie dann auch den Drillingsturm des größeren Kalibers als Sekundäre. Hier haben sie zwar weniger von den Runden hier, aber dafür noch mehr von denen hier für Flugabwehr. Und ja, man könnte meinen, dass die Flugabwehr dadurch deutlich stark wäre, aber war sie leider nicht. Aber die Yamato hatte leider sonst schon so manche andere Probleme. Es war eine schwierige Zeit. Dann eben der Schornstein, der ist auch ein bisschen nach hinten gerutscht und größer geworden. Aber sonst hier vorne, ne? Hier vorne ist relativ ähnlich geblieben. Hinten dann hier das Dings, hat sich auch nicht groß bewegt. Einfach, dass wir hier noch Hauptgeschütz hinten haben. Und hinten der Arsch vom Schiff, oder jedenfalls der Platz für die Flugzeuge, der hat sich ums Doppelte vergrößert. Ob das jetzt nötig war, weiß ich jetzt nicht unbedingt, ganz ehrlich. Also man hätte, ja, was, ob es jetzt auch wirklich was gebracht hätte, wenn man den Teil hier doch mehr klein gehalten hätte und dafür noch mehr Flugabwehr eingesetzt hätte, ob das was geholfen hätte, naja, man weiß es nicht. Und ja, auch wenn hier in der Mitte zu sehen ist, ja, da ist alles voll Flugabwehr, findet man Flugabwehr sonst eher wenig am Schiff, was nicht so heftig ist. Ja, wir haben basically das größte Kaliber von all den Schiffen im ganzen Zweiten Weltkrieg. Juhu, aber was bringt's, wenn wir ständig von Flugzeugen attackiert werden? Tja. Ich kann euch hier mal ein Beispiel geben an der Rhode Island. Und ja, ich weiß, das Schiff wurde tatsächlich auch nicht gebaut. Aber einfach als Beispiel, das Schiff ist nämlich sehr ähnlich der Iowa-Schiffe. Einfach als Beispiel, ne, hier vorne haben wir, ganz an der Spitze haben wir Flugabwehr, hier haben wir Flugabwehr, hier, ich glaube, das sind Rettungsboote. Ansonsten hier haben wir auch schon Flugabwehr, deutliche
Und hier oben auch nochmal Flugabwehr, hier auch noch alles gefüllt mit Flugabwehr, Sekundärgeschütze, die ebenfalls als Flugabwehr funktionieren, würde ich jetzt annehmen, 127 mm. Ja. Das sind genau die. Und hier hinten auch nochmal Flugabwehr, Flugabwehr und dann hier nochmal Flugabwehr, hier auch nochmal Flugabwehr und ganz hinten nochmal Flugabwehr. Naja, und ich glaube, das Interessante dabei ist, das hier ist ein amerikanischer Schlachtschiff. Und man hat gesehen, die Flugabwehr ist deutlich ausgeprägter als bei Yamato. Und Yamato wurde von gegnerischen Flugzeugträgern der USA angegriffen. Tja. Ja. Da kann man sehen, wenig Flugabwehr ist nicht wirklich eine gute Idee. Interessanterweise kann man hier sehen, bei der Izumo haben sie da auch noch was versucht mit der Flugabwehr. Und hier auch noch mal ein bisschen, aber in meinen Augen, das ist trotz allem relativ wenig. Das ist auch, glaube ich, wenn ich nicht recht sehe, ja, es ist auch nicht wirklich heftig großkalibrig. Also wir haben natürlich noch diese großen Dinger hier, die ebenfalls als Flugabwehr fungieren können, aber ja. Sagen wir mal, die Izumo ist von mir aus gesehen ein bisschen besser bedeckt übers gesamte Schiff her mit Flugabwehr. Aber dafür ist es halt sehr, sehr schwache Flugabwehr. Also, ja. Hier vorne vielleicht eine kleine Station für Flugabwehr hätte was gebracht. Hier etwas mehr oder da ein bisschen mehr. Und das wäre das Schiff von mir aus gesehen massiv verstärkt, was Flugabwehr angeht. Ne? Ich meine, selbst hier im Spiel zeigt das an, dass Flugabwehr für ein Schiff der Stufe 9 wirklich nicht gut ist. Also ihr könntet sehr schnell ein Ziel werden für Flugzeugträger auf jeden Fall. Ansonsten ein bisschen zu den Stats. Wir haben hier 3x3 Hauptgeschütze, 410 mm, Reichweite glaube ich um die 20-21 Kilometer. Ich habe es jetzt aufgehört. Erhöht auf 23 Kilometer. Wir haben Luftschlag, ist okay, Maximalreichweite 10 Kilometer. Wem willst du was machen? Flugabwehr ist kaum zu beachten, bedauerlicherweise. Manövrierbarkeit 27 Knoten, kann man auf 28 Knoten erhöhen. Und mit der Geschwindigkeitsflagge können wir dann bis 29 Knoten schnell fahren. Ist etwas, würde ich mal sagen. Sekundärmäßig sind wir da auch eher bei den Schwachen dabei. Wobei man kann da manchmal die Gegner nerven mit Feuer. Wir haben nämlich von den Dingern hier 3, 6 von denen auf der anderen Seite nochmal. Also haben wir 12 von diesen kleinen und ein Drillingsturm sekundärmäßig. Das Schiff macht jetzt nicht den heftigsten Damage. Wenn man aber richtig trifft, dann tut es aus allem weh. Mit der Sekundäre noch kann man die Gegner eben, wie gesagt, relativ schön nerven mit Feuer und so. Wobei es natürlich auch weise wäre, dem Schiff einfach mehr Tarnung zu geben. Also hier Verborgenheit, Hauptgeschütze, Reichweite erhöhen. Und dann mit dem Aufklärungsflugzeug plus Reichweite dann eben schön snipen. Auf jeden Fall, wenn es auch geht, so manche Male lieber ein bisschen mehr den Arsch, also den Hinterteil vom Schiff zeigen, nicht zu viel Front und auf gar keinen Fall Seite zeigen, das ist sehr gefährlich für euch. Und ja, viel mehr geht's auch nicht zu sagen. Und basically, das war die Izumo. Ein Schiff, das sehr, sehr viele nicht mögen, und wenn es geht, sicherlich bin ich mir ziemlich sicher, dass sehr viele auch die Izumo so gut wie es geht dann skippen werden. Weil das mittlerweile tatsächlich möglich ist.
Und das fängt schon wieder an. Yay. Aber für mich wird dieses Schiff immer noch ein sehr, sehr treues Schiff bleiben, das ich auch in Zukunft noch ein paar Mal benutzen werde. In letzter Zeit nicht mehr so viel wegen dem Grind, weil man da verschiedene Schiffe nutzt und ich möchte diese Mission so schnell wie möglich beenden wegen dem Schiff in der Werft. Ich bin schon langsam ein bisschen weiter. Ich möchte die Mission so schnell wie möglich vorbei haben, dass ich mich schon auf die nächste Mission einstellen kann. Einstellen. Ach du mein Gott. Einstellen, genau. Ja, ansonsten würde ich sagen, dann willst du gucken. Und einen Zug-Taschentag.